Leute, Crimex hier. Was geht ab mit Paul Berger? Wir werden heute gemeinsam auf So leben die reichsten Sportler der Welt reagieren. Natürlich wieder von dem Ehrenkanal Wissenswert. Man kennt ihn doch. Lasst natürlich schon mal ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze feiert. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal rein mit dem privaten Leben der reichsten Sportler der Welt. Let's go. Sie sind die reichsten Sportler der Welt und werden weltweit von Messi, Millionen von Fans verehrt. Doch. Ihre Gehälter sind gigantisch und einige von ihnen Mayweather. Können sich sogar als... Mayweather ist sogar der bestbezahlte Sportler aller Zeiten, aber... Milliardäre bezeichnen. Doch wie leben Superstars wie Cristiano Ronaldo, Roger Federer oder Usain Bolt eigentlich privat? Womit verbringen sie ihre Freizeit und wofür geben sie ihr Geld aus? Wir gehen diesen Fragen auf den Grund und zeigen euch... Wahrscheinlich verbringen sie ihre Freizeit mit Geld ausgeben. Kleiner Freestyle. Heute die reichsten Sportler der Welt privat. Boah, Bugatti Chiron, 3,4 Millionen. Außergewöhnliche Autokollektionen, gigantische Megavillen und auch Sportler, die völlig auf dem Boden geblieben sind. Legen wir also direkt los, hier bei Wissenswert. Beginnen wir unsere Liste mit Floyd Mayweather, einem der reichsten Sportler aller Zeiten. Laut Forbes soll der Boxer im Laufe seiner Karriere ganze 800 Millionen Dollar verdient haben. Maschallah. Alleine mit... Habt ihr schon mal Floyd Mayweather auf Instagram angeschaut? Schaut, er postet immer so Bilder, womit so Geldbatzen hier und seine ganzen Schmuck und Ketten und also er dreht komplett durch. Aber gut, wenn man 800 Millionen schwer ist, dann... Einem Fight gegen Conor McGregor erzielte er 300 Millionen Dollar an Einnahmen. Doch Mayweather ist nicht dafür bekannt, äußerst sparsam zu leben. Stattdessen protzt er mit... Das sind die Bilder, von denen ich spreche. ...seinem Reichtum in den sozialen Medien und lässt sich regelmäßig mit Unmengen an Bargeld, exotischen Tieren und umstrittenen Machthabern fotografieren. Alleine sein Schmuck ist ein Vermögen wert und er soll über 40 wertvolle Luxusuhren besitzen. Darunter eine Jacob & Co. Billionaire Watch. Boah, 18 Millionen kostet die nur aus Diamanten. Watch, die 18 Millionen Dollar kostete und als teuerste Uhr der Welt gilt. Zudem besitzt der 43-Jährige mehrere Immobilien, wie ein 25 Millionen Dollar teures Haus in Beverly Hills mit gigantischer Weinsammlung und einem eigenen Süßwarenladen, sowie einer 10 Millionen Dollar Villa in Las Vegas. Krank. Außerdem reist er regelmäßig an die exotischsten Orte der Welt und besitzt für seine Reisen sogar eine eigene Airline. Die Air Mayweather verfügt über ganze 3 Privatjets. Erst 2018 schenkte sich... Weil ein Privatjet natürlich nicht reicht. Braucht man 3 Privatjets. Money Mayweather, ein Gulfstream G650 im Wert von 60 Millionen Dollar. Doch nicht nur sein Flugzeug, sondern auch sein Fuhrpark ist extrem luxuriös und vor allem groß. Der vierfache Vater soll über 100 Autos besitzen, die einen Gesamtwert von fast 30 Millionen Dollar haben. Darunter 10 Rolls-Royce, 10 Bentleys sowie 3 Bugatti Veyrons. Besonders auffällig sind aber nicht nur die hochpreisigen Modelle an sich, sondern auch die Farben der Fahrzeuge. Denn während in seiner Villa in Beverly Hills ausschließlich weiße Autos stehen, befinden sich in der... Bruder, er lebt einfach diesen GTA-Lifestyle, so nach Farben sortieren. Wer hat das auch schon mal in GTA gemacht? Seid ehrlich. Garage seiner Villa in Las Vegas, fast nur schwarze Sportwagen. Heftig, Mayweather, der selbst in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen ist, konnte seine problematische Vergangenheit nie ganz ablegen und wurde mehrfach wegen Körperverletzung und häuslicher Gewalt zu unterschiedlichen Strafen verurteilt. Er saß sogar mal 90 Tage im Gefängnis und auch mit seiner Ex-Frau Josie Harris, die in diesem Jahr verstarb, soll es regelmäßig zu Konflikten gekommen sein. Auch sein übertrieben exzentrischer Lifestyle soll ihm mittlerweile teuer zu stehen kommen. Laut Medienberichten ist der Boxer nämlich komplett pleite. Mayweather selber streitet das zwar ab, doch Fakt ist, dass er unerwarteterweise seinen Ruhestand verließ, um nächstes Jahr in Tokio nach 4 Jahren sein Comeback zu feiern. Dann vermutlich übrigens als Opa, denn seine Tochter Iana erwartet bereits ihr erstes Kind. Boah, nicht nice. Das finde ich echt nicht cool. Das Ding ist aber auch, eigentlich so ein Mayweather kann ja gar nicht pleite gehen. Ich meine, selbst wenn er sein ganzes Geld auf den Kopf gehauen hat und kann ja wirklich sein, dass er das gemacht hat bei den ganzen Autos und Schmuck. Ey, allein sein Schmuck ist ja so viel wert, seine Autos. Dann verkauf halt mal ein Haus, verkauf halt mal 2 Privatjets. Es reicht doch, wenn du noch einen Privatjet hast, der 60 Millionen wert ist. Weißt du, wie ich meine? So, eigentlich, der hat ja so viel wertvolle Dinge, der kann ja eigentlich gar nicht pleite gehen. Dann verkauf mal halt mal die ein oder andere Sache. Finde ich dumm, dass er nochmal anfängt zu kämpfen, weil das Ding ist, er ist ja quasi ohne Niederlage. Er hat ja seine Karriere ohne Niederlagen beendet. Ich glaube, 60 zu 0, 60 Kämpfe gemacht, jeden gewonnen, keinen verloren.
Und wenn er jetzt wieder anfängt, so, das ist doch, weißt du, er hat an seinem Höhepunkt aufgehört, hat mehr Geld, als er eigentlich jemals ausgeben kann. Also jeder normale Mensch wird das eigentlich nicht machen. Und wenn er jetzt wieder anfängt, dann macht er einfach nur seinen Status kaputt. Aber gut, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, ne? Der nächste Sportler in unserer Liste führt im Gegensatz zu Mayweather ein eher bodenständiges Leben. Dabei ist er sogar noch reicher als der exzentrische Boxer. Die Rede ist... Er hat noch mehr? Ich dachte echt, Mayweather wäre der krasseste. ...von Roger Federer. Der Schweizer Tennisprofi und achtmalige Wimbledon-Sieger soll alleine im letzten Jahr 106 Millionen Dollar verdient haben. Maschallah. Und ist damit der bestbezahlte Sportler der Welt. Dabei verdiente er das meiste Geld gar nicht mit dem Tennisspiel, sondern mit lukrativen Werbedeals. Der 39-Jährige ist Markenbotschafter für teure Luxusuhren, Sportartikel, Modemarken und Autohersteller und soll so in den letzten Jahren über 900 Millionen Dollar an Werbegeld kassiert haben. Hinzu kommen etwa 130 Millionen Dollar, die er auf dem Tenniscourt verdient haben soll. Trotz seines Reichtums gibt sich der Milliardär Federer eher bodenständig und nahbar. Mit seiner Frau, der ehemaligen Tennisspielerin Mirka Wawrinec, ist er schon seit 20 Jahren zusammen und das Paar hat gleich zweimal Zwillinge bekommen. Außerdem ist Federer auch für seine Wohltätigkeitsarbeit bekannt. Er gründete 2003 die Roger Federer Foundation und bezieht Menschen wie Bill Gates und Rafael Nadal in seine Arbeit mit ein. So konnte er bisher über 40 Millionen Dollar für den guten Zweck sammeln und mehrere Bildungsprojekte in Afrika realisieren. Generell liegt dem Sportler, dessen Mutter selber aus Südafrika stammt, die... Sehr nice. Also kanntest du gar nicht den Kerl. Erstmal, man kann wohl durch Tennis sehr viel Geld verdienen. Ja, krass. Also er ist ja genau das Gegenteil von Mayweather. Mayweather so kauft sich 5 Rolls-Royce und 3 Privatjets und er ist so... Aber man sieht ja, im Endeffekt ist sowas besser. Im Endeffekt, ihm geht es wahrscheinlich besser als Mayweather. Die Arbeit dort sehr am Herzen. Er versucht so oft wie möglich, die Kinder zu besuchen, die von seiner Wohltätigkeitsorganisation profitieren. Das alles soll natürlich nicht bedeuten, dass Federer sich keinen Luxus gönnt. Ja, natürlich gönnt man sich auch was. Im Gegenteil, in diesem Jahr begannen die Bauarbeiten für seine Luxusvilla direkt am Zürichsee. Dafür soll das Tennis-Ass über 77 Millionen Dollar investieren. Wild. Und über 60 Mitarbeiter sollen alleine für die Planung der Luxusimmobilie verantwortlich sein. Dabei besitzt der 39-Jährige bereits eine luxuriöse Villa am Zürichsee, die erst 2014 fertiggestellt wurde. Das Glashaus verfügt über deckenhohe Fenster, große Balkone mit spektakulärem Blick auf den See und eine riesige Glaskuppel über dem Wohnraum. Aber auch seine Autos geben einen Einblick in das luxuriöse Leben des Tennisstars. Roger Federer ist Markenbotschafter von Mercedes und soll gleich mehrere Sportwagen des Stuttgarter Autoherstellers besitzen. Darunter ein Mercedes SLS AMG, ein Mercedes E-Klasse Cabrio und ein Mercedes-Benz SL. Für einen Milliardär allerdings ein fast schon bescheidener Fuhrpark. Also für einen Milliardär ist das echt schon, ja, das ist eine... Kleiner Fuhrpark für einen Milliardär, ja? Weiter geht's mit Usain Bolt. Er ist einer der größten olympischen Legenden und gilt als erfolgreichster Sprinter aller Zeiten. Obwohl Bolt erst 34 Jahre alt ist, ging er bereits im Jahr 2017 in den Ruhestand. Seitdem konzentriert sich Bolt, dessen Vermögen auf 90 Millionen Dollar geschätzt wird, nur noch auf die Dinge, die ihm wirklich Spaß machen. Eines seiner großen Hobbys ist Fußball und so spielte er nach seiner Leichtathletikkarriere tatsächlich mit dem Gedanken, Fußballprofi zu werden. Er absolvierte ein Training mit den Stars von Borussia Dortmund und hatte sogar Angebote aus der australischen Liga, die er dann aber jedoch letztendlich nicht annahm. 2019 merkte Bolt nämlich, dass es für den Profifußball nicht ganz reicht, weshalb er sich aus der Sportwelt vollkommen zurückzog. Stattdessen steht derzeit das familiäre Glück des achtfachen Medaillengewinners an erster Stelle mit seiner Langzeitfreundin. Warum auch nicht, ne? Er hat Olympische Spiele auseinandergenommen, hat Rekord aufgestellt, Millionen beiseite. Ich würde auch chillen, ich würde mein Leben genießen. Er hat alles, warum nicht? 90 Millionen reicht doch. Hat er nämlich seit diesem Jahr eine kleine Tochter, die den Namen Olympia Lightning Bolt trägt. Seitdem ist auch das... Was für ein Name, hört sich an wie so eine Cartoon-Figur, Alter. Ausschweifende Partyleben vorbei, für das der Leichtathletikstar bekannt war. Nicht selten stand er damals bei seinen Partys übrigens selber als
als DJ hinter dem Mischpult und die Musik begeistert ihn auch heute noch. Trotzdem setzt Bolt, der noch immer auf Jamaika lebt und eine luxuriöse Villa in der Nachbarschaft seiner Eltern gebaut hat, sein Vermögen mittlerweile für ernsthaftere Projekte ein. Er gilt in seiner Heimat als sehr großzügig und spendet regelmäßig Geld für wohltätige Zwecke. Ja, vor allem, man darf ja nicht vergessen, 90 Millionen ist ja da auf Jamaika, nehme ich jetzt mal an, ist das ja viel, viel mehr wert, weil da die Leute nicht so viel haben. Also das ist für die wahrscheinlich wie 900 Millionen, so, weißt du, wie ich meine? So, also der kann da leben wie, wahrscheinlich besser leben als der König da. Auch seiner alten Schule schenkte der Sportler bereits stolze 1,5 Millionen Dollar. Obwohl der 34-Jährige zwar in Rente ist, ist er immer noch einer der bestbezahlten Athleten der Welt. Er verdient jedes Jahr rund 20 Millionen Dollar durch Werbeverträge. Außerdem ist er Mitbegründer eines Elektrofahrzeugherstellers namens Bolt Mobility. Das Unternehmen betreibt Roller in mehreren US-Städten und in Paris. Im Mai 2019 brachte Bolt zudem ein zweisitziges Elektroauto namens B-Nano auf den Markt, das schon für nur 999 Dollar zu kaufen sein wird. Mit solchen Autos gibt sich der Ausnahmesportler selber allerdings nicht zufrieden, denn Usain Bolt besitzt eine sehr beeindruckende Autosammlung. Natürlich. Darunter befinden sich mehrere Ferraris wie ein F430, ein 458 und ein Ferrari California. Außerdem besitzt er einen BMW M3, ein Audi SUV und zwei Nissan Skyline GTRs. Kommen wir als letztes zu Cristiano Ronaldo. Auch bei Cristiano Ronaldo weiß auf jeden Fall auch, wie man lebt. CR7 gehört Luxus zum Standard. Der 35-jährige Fußballprofi ist einer der berühmtesten Athleten aller Zeiten und wird auf ein Vermögen von 450 Millionen Euro geschätzt. In manchen Medien ist sogar von 800 Millionen Euro die Rede, was ihn somit schon fast zu einem Milliardär macht. Kein Wunder, dass er sich mit so viel Geld jeden Luxus leisten kann. Und das beginnt schon bei seinem Anwesen in Turin. Hier hat der Fußballer nicht nur eine Villa gekauft, sondern gleich zwei, die über eine kleine Brücke miteinander verbunden sind und sich in der teuersten Wohngegend Turins befinden. CR7. Cristiano Ronaldo, wie viele Villen willst du kaufen? Ja. Hat die beiden Gebäude allerdings clever aufgeteilt, denn während er mit seiner Freundin Georgina Rodriguez und den vier Kindern im oberen Teil des Anwesens lebt, wohnen seine Angestellten wie der Privatkoch, sein Ernährungsberater und sein Fitnesstrainer im unteren Teil der Villa. Cristiano Ronaldo hält sich übrigens auch abseits des Platzes fit und trainiert jeden Tag sehr hart. Oft ist sogar sein Sohn Cristiano Ronaldo Jr. dabei, der selber eben falls Fußballprofi werden will. Sein 34 Jahre alter. Wie, er hat seinen Sohn einfach nach sich benannt, nur mit Junior dahinter. Okay. Vater versucht generell so viel Zeit wie möglich mit seiner Familie zu verbringen und reist mit ihnen oft nach Madeira, wo er aufgewachsen ist und wo noch immer ein Unge besuchen Teil seiner Familie lebt. Hier besitzt Ronaldo ebenfalls eine luxuriöse Villa, in der auch seine Mutter Maria Dolores wohnen soll. Dass Ronaldo, der selbst in einfachsten Verhältnissen aufgewachsen ist, seinen Reichtum genießt, zeigt sich auch an seiner außergewöhnlichen Autosammlung. Der 35-Jährige besitzt mehrere Porsches, Ferraris und Bentleys. Das absolute Highlight seiner Sammlung ist aber der Bugatti La Voiture Noire, das teuerste 16 Millionen. Auto der Welt. Angeblich soll es 15 Millionen Euro gekostet haben und bis zu 420 km/h schnell sein. Doch auch im Wasser steht Ronaldo auf Luxus und so chartert er sich regelmäßig die edelsten Yachten der Welt. So verbrachte er beispielsweise seinen Sommerurlaub auf der 47 Meter langen Motorjacht Africa One, die ihn 217.000 Euro gekostet hat pro Woche. Das war's nun auch schon mit unserem Video. Ja, ich würde es aber genauso machen, ganz ehrlich, wenn ich so viel Geld beiseite hätte, ich hätte auch diese ganzen kranken Autos. Ich sage euch, wie es ist, es wäre einfach GTA Real Life bei mir. Leute, ich hoffe natürlich immer, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da, dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein, Leute. Aircrymix.